Am Liesingbach kann man sich erholen und im Wasser planschen. Bei einem 100-jährigen Hochwasser wäre das allerdings nicht möglich. Da wäre der Pegel ungefähr hier bei 3 Meter. Deswegen wurde am Liesingbach der Hochwasserschutz schon immer groß geschrieben. Bis 2027 werden im Rahmen des Großprojekts Integrativer Hochwasserschutz Liesingbach die restlichen noch verbauten 9,2 Kilometer des Liesingbachs schrittweise naturnah, grüner und sauberer. Ich bin sehr froh darüber, nicht nur deshalb, weil es gut für die Natur ist, es ist noch besser für den Hochwasserschutz, der jetzt schon gut ist, aber damit verbessert wird. Aber was mir besonders freut, es ist gut für die Menschen, die diesen wunderbaren Naherholungsbereich künftig hinterher noch besser nutzen können wie bisher. Bei der Blumentalbrücke an der Großmarktstraße zeigen sich beide Gesichter des Liesingbachs. Auf der einen Seite das verbaute Flussbett, das dort gerade aufgebrochen wird, und auf der anderen Seite die Zukunft der Liesing. Frei fließend und wild bewachsen. Hier wurde der Liesingbach bereits vor 20 Jahren renaturiert. Zahlreiche Pflanzen und Tiere haben einen neuen Lebensraum gefunden. Für mich als Klimastadtrat eine große Freude, weil da ist natürlich beides dabei. Anpassung an die Klimakrise, Schutz für die Bevölkerung, aber vor allen Dingen mehr Leben, und das ist wunderbar. Wir machen das für bessere Gewässer, für bessere Naturlandschaften, für lebendige Lebensadern in den Regionen, aber auch in den Städten. Und ich glaube, das ist ein extrem wertvoller Beitrag, den wir da leisten für die Zukunft, für eine bessere Zukunft. Um die Wasserqualität des Liesingbachs zu verbessern, errichtet Wienkanal einen Regenwasserkanal mit einem Durchmesser von 80 cm unter dem Bachbett. Bei Regen wird so der erste Schwall Regenwasser von den umliegenden Verkehrsflächen aufgefangen und zur Kläranlage nach Simmering transportiert. Der Kanal schützt den Bach vor Verunreinigung und ist die Voraussetzung für die ökologische Sanierung des Baches. Die alten Pflastersteine werden durch Schotter und natürliches Substrat ersetzt. Besonders umweltschonend dabei, die alten Pflastersteine werden vor Ort zerkleinert und in die Sohle des Liesingbachs eingebracht. Das ersetzt den aufwendigen Abtransport der Steine und die damit verbundenen Lkw-Fahrten. Raus kommt dann so was Schönes, ein breiter Flusslauf, der ein bisschen Meander hat, wo Flachwasserzonen sind, wo auch die Seiten ein bisschen abgeflacht ist, den man wirklich besser erleben kann. Und wo viele Tiere und Pflanzen einen neuen Lebensraum finden, der auch schön kühlt, was in Zeiten des Klimawandels natürlich auch sehr wichtig ist. Bis 2027 soll die Liesing also in einem völlig neuen, renaturierten Bachbett fließen. Und das mit allen technischen Raffinessen, um technisch am letzten Stand zu sein und den Menschen den Genuss des Grünraums zu ermöglichen. Die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt sind so bei rund 85 Millionen Euro, wovon rund 19, 20 Millionen Euro der Bundesförderung beiträgt und der Rest die Stadt Wien zahlt. Und mit diesem investierten Kapital werden künftig Krebse, Biber und Fische nicht nur im Rahmen von Projekten aufgespürt werden können, sondern ganz natürliche Bewohner des Liesingbachs sein.